Meter, also drei Pfannen. Ja. Das ist dann Käse. Ja, fast eine, besser eine Fürstverschiebung machen können. Nun, Wolle! Der Influencer, oh Gott! Wolle, was geht ab? Ja, alles, alles, alles geht ab heute. Was ist los? Kein Block neben dir? Nee, ich will nicht schon wieder heute mein eigenes Grab schaufeln. Aber ich wollte heute ein bisschen Werbung für meinen Berufszweig machen, Wilke. Du. Fachberater im Außendienst. Toller Beruf. Da muss jetzt Ron fragen, ob du es darfst. Ne? Toller Beruf. Fährst immer schöne Autos. Ne? Außer Spesen nichts gewesen. Ne? Und das Schönste ist an dem Beruf. Du hast jeden Tag mit anderen Menschen zu tun. Jeder Tag ist anders. Ich weiß, ich habe wichtige Themen, aber jetzt was Wichtigeres. Wolfgang wollte über deinen Kanal Werbung für seinen Beruf machen. Ja, Fachberater im Außendienst. Ich sag, toller Beruf. Fährst immer ein schönes Auto. Außer Spesen nichts gewesen. Und das Schönste ist, du hast jeden Tag. Guck, Gallo steht genau vor Wolle. Wir haben das doch schon mal betitelt mit dir hier. Ja, wir haben das doch schon mal. Heute Morgen war ich bei zwei ganz netten Kunden. Und jetzt bin ich bei Ron. Das ist, weißt du, das ist ganz komisch. Ich komme heute Morgen, Wilke, wirklich jetzt, ne? Ja. So, ich war heute Morgen beim Arzt, bei Physio und all so ein Kram. Du wolltest gediegen in den Tag kommen. Gediegen in den Tag. Ich bin durchmassiert, ich bin entspannt, ich bin richtig geil, ich habe einen Flotten, alles ist gut. Ne? So, ne? So, diese gehässige Lache immer. Ich habe was, was ihr nicht habt. Nee, weißt du, und dann kommst du hier rein um 9:30 Uhr. Stehst in der Küche, selbst der Aufreger heute Morgen, ich komme hier rein ins Büro, keiner sitzt auf seinem Tisch, alle stehen in der Küche und saufen Kaffee und fressen Brötchen. Ich sage, damit habt ihr hier gar nicht hier rumzusitzen, ihr Schweinehunde zu stehen. Ne? So ist aber egal, da kamen wir rein. Ihr Schweinehunde. Ja, dann ging es ja los, da hatten wir eine amüsante Anekdote und dann haben wir gelacht und gelacht und dann einmal die Tür auf. Dann denkst du, was ist jetzt denn los? Und alles, aber auch alle im Chor, oh, Wolle kommt. Das stimmt ja gar nicht. Ja, das stimmt ja wohl. Alle gefreut. Nur einer hat sich gefreut. Ich habe die Tür sogar zugemacht und du hast die Unterschiede mit den Tür sogar wieder aufgemacht. Haben mir Kaffee angeboten, deine Brötchen soll ich aufessen. Alles gut gewesen. Ja, komisch. Er hat aber gar keinen Kaffee in der Hand und Brötchen auch nicht gekriegt. Läuft nicht. Ne? Stimmt ja gar nicht. Ja schon. Also war der Tag heute Wolle. Weißt du, wie er sich jetzt darstellen will als Kumpel? Weißt du, als Freund, als Kumpel, er darf hier alles machen, er darf hier nichts dafür hier machen. Er sitzt nur hier zum Film, ne? Damit wir hier oder mit uns das kriegen. Damit Wilke oder kann schon bei dir wieder klingeln. Genau so sieht's aus. Das klingelt grundsätzlich nur bei Wilke. Das will ich auch mal. Wir beide machen uns zum Horst. Und bei ihm klingelt die Kasse. Wir sind seine Lakaien. Das ist schon immer so gewesen. Das habe ich früher schon gedacht. Ich sage, Satan, damit kannst du bestimmt was schieben. Ne? Ja. Nee, ja, eigentlich immer schieben sie eher. Ja, da fliegt alles das rein. Das Beste ist, daran ist, dass ich Rons Gehaltewilligkeit bezahle. Danke. Aber wir kriegen ja auch deine Gehaltsliste. Du, und darum müssen wir die Scheiße ja mitmachen, sonst kündigt ihr uns auch. Das schmeißt uns raus. Also bist du hier heute Morgen hergekommen und Wolle. Wie spät warst du denn hier heute? Zeitig. Komm doch mal, Wolle, komm doch mal ein bisschen näher. Der war um 9:30 Uhr in der Buch. Ich weiß gar nicht, was das soll. Das ist, stimmt ja gar nicht. Ich war um kurz vor 10 war ich. Wann warst du hier? Ich habe doch nicht so einen Dünnpfiff. Du warst um 9:30 Uhr hier. Ich war um 9:20 Uhr hier, hab gerade gestanden, hab mir einen Kaffee gemacht und du kamst um 9:30 Uhr wieder in die Tür geschossen. Ja, Entschuldigung, du hast ja diese Arbeitgeberuhr, ne? Hast du ja. Was hast du eigentlich für eine flotte Frisur? Cosmopolitan Sommer Style Men's Seite Hells. 69. Men's Health, wenn ich drauf vorne auf der Titelseite, ne? Also. Warst du beim Friseur? Auch unter anderem, ja. Und da brauchen sich die Leute auch gar nicht beschweren. Ronny, ich bin mit deinen Haaren los. Oh, Ronny, ich bin mit dem Moped gefahren, mit so einem Sturm gelaufen. Nee, das nennt sich Style, nennt sich sowas. Könnt ihr euch da vorstellen? Wir wollen ja auch ein bisschen frischer wirken. Man muss unsere 56 Jahre ja auch nicht ansehen. Nee, man muss ein bisschen frischer wirken, ein bisschen stylischer. Wolle ist natürlich dein Ausnahmetalent da drin. Da brauchen wir ihn nicht. Dann gucke ich ihn noch an mit seinem Kaschmirstädtchen und so weiter. Auf, ja, weißt du, ne? Er sieht aus wie Graf Koks aus Friesland, ne? Ja. Obwohl das eigentlich jetzt hier in seinem ist. Aber den hast du ihn schon dreimal jetzt abgelaufen. Ist ja ganz komisch. Bist du auch schon ein goldener Ferrari? Ja, nee, ich bin ja langsam langweilig. Alle fahren so goldene Ferrari. Und ich bin der einzige Trottel, der hier sitzen muss. Hat schon eine Online-Banking-App. Aber ich mal ganz schnell aus, weil da wird die nämlich schlecht. Da bringt ihm zu weinen gleich. Ich kriege bestimmt mal wieder einen Anruf. Herr Johannik, Sie haben. Ja. Ne? Aber ja, Johannik, Sie haben. Sie haben, müssen. Genau. Sie haben. Was haben Sie denn? Ja, Sie haben gewaltig, was da rot steht. Nee,
Es ist ja nicht so wie bei euch. Bei euch rufen die ja an, die Banken, und kommen ja her und wollen ja von euch Geld leihen. Nicht, dass die euch Geld geben, sondern die wollen ja von euch haben, weißt du? Ja, das ist bei euch beiden so, bei euch beiden Hübschen. Da kannst du machen, wenn du willst. Ja, aber was ist jetzt mit der Geschichte, dass er hier Werbung machen will für sein Berufsbild? Stell, komm her, Wolle, komm mal hier zu Ronny. Komm mal hier zu Ronny. Erzähl das mal. Ja, er kommt hier rein, ja, schmeißt immer so ein paar Häppchen, ja, vor deinen Das Tisch, ist seine ja, dann das du ist nimmst seine diese Häppchen und danach zerfleischst du mich. Aber, so. Aber das ist ja auch ein Talent. So ein Talent, das hat auch nicht jeder. Er kann, egal welchen Raum er betritt, du hast in binnen von einer halben Minute die Schnauze so mit vor. Er kann das einfach, das ist egal, wo du mit ihm bist und wo du mit ihm hinfährst, dann ist ja schon, du denkst immer schon, scheiße, ich glaube, 10 Minuten, ich gehöre nicht zu dem. Ne? Und dann stehst du mit irgendeinem zu reden, es dauert eine halbe Minute schon, ist hinten eine Schlägerei. Ne? So, wer hat denn die Gange gemacht? Ziehen. So, wer kriegt nichts? Ich. Wer, und wer kriegt nichts ab? Ja, du! Ja. Du bist jetzt schön dein Gold reingeschrieben und abgehauen. Da haben wir erstmal Schluck gemacht. Aber die Kamera lief, das ist ganz klar. Wolle, aber du wolltest jetzt Werbung für dein. Ich ja auch aus der Masse immer so 50 Zentimeter hervor. Wolle, du wolltest jetzt aber ja Werbung machen für dein Berufsbild. Ja, natürlich, klar. Aber geiler wieso? Job, super, macht Spaß, richtig cool. Ne? Von wegen hier, wie Ron immer sagt, Klinken putzen und so. Das ist ja heutzutage. Braucht man gar nicht. Man kann trotzdem erfolgreich sein. Siehst du? Wie, was machst du hier denn? Ja, weil ich. Du warst hier noch nie erfolgreich. Du hast noch. Du klingst immer nur Klinkenputzen hier und erfolgreich warst du ja auch nicht. Das stimmt ja. Ja, wo stimmt das? Ja, 100%ig. Das ist nicht was. Der Einzige, der hier Erfolg hat, der hier in diesem Laden Erfolg hat, ist Wilke. So. Das ist so. Wo ich recht habe, ich recht. Das ist wirklich so. Ja. Ich weiß auch nicht. Du freust dich auf dieser Zeit. Wollen wir Wetterschneider heute? Haben wir alles raus. Du musst gar nicht raussteigen. Das ist schön, dass du das lassen, ist schön ne? Drin. Ja, das ist schön drin. Schön drin lassen. Guck mal, seit Beginn des Jahres, ich weiß nicht warum, aber guck dir mal sein Gesicht an. Ich kann auch nichts mehr erschüttern. Er ist nur noch strahlig dabei, Farbe im Gesicht. Das sind die Drogen, das sind die Drogen. Ja, ja, ja. Und der hast du jetzt sein Friseur hat ständig Urlaub, ne? Ja, das ist wirklich so. So Friseur geht, ich sage immer, ich gehe alle 6 Wochen, gehe dann wirklich alle 30 Wochen. Ja, so. Okay, er geht alle 6 Wochen, die Koffer von Geld, dann bringt du prima mit rüber. Weißt du auch meine Konten. Die Runde geht auf mich, sage ich dann. Ja, genau. Aber es ist doch nur wirklich wahr. Und nur mal ganz ruhig, wenn ich von heute auf morgen pleite bin, ne, und du hier nichts mehr abschleppen kannst, dann sehe ich dich auch nicht mehr wieder. Dann kann ich dich auch ruhig anrufen, dann hast du mich gespielt, dann kann ich dich nicht mal mehr erreichen. Zu Hause gingen die Jalousien runter, die schotten dich. Ich dachte, Wolle, ich will ein Süppchen, Wolle, ich brauche ein Süppchen. Hast du ein bisschen was für mich? Hast du ein bisschen was für mich? Dann machst du oben so eine Skischarte auf, spuckst mich an von oben und sag, verpiss dich, du Arschloch. Dann so bist du nicht. Jetzt hier sitzen und die alle hier die dicken Taschen hier voll drehen, ne, so lange wie es geht, denn, und du bist da ja indirekter Mitschuld dran, dass ich an der Pleite gehe. Bist du genauso schuld mit dran wie alle anderen Wichser? Außer Firma Würth, die sind nicht schuld dran. Würth hat mir ja jetzt auf ihre Boni-Gutschrift gegeben von zigtausende von Euros. Ja. Da kriegst du gar nicht von Würth. Da brauchst du gar keine Angst haben. Und dann wundert er sich, warum wir da nicht verkaufen. Weißt du, das mache ich auch nicht mehr. Das haben wir. Willst du ihn mal sehen? Geh nicht da vorne. Willst du ihn mal angucken? Dann wird dir aber schlecht. Das wird mal schlecht. Wenn ich von dir da kriegen würde, ich kaufe dir bei dir viel mehr als bei Bühnen. Entschuldigung. Wollte ich jetzt nicht sagen, ne? So. Denn wenn du mir das mal geben würdest, dann wären wir vernünftige Geschäftspartner. Dann wären wir auch mal auf ein Niveau. Und nicht immer nur nehmen, nehmen, nehmen. Und ich falle immer weiter runter. Ne? Pute schon vom Fleisch. Ron, du bist mir doch ans Herz gewachsen. Und bin ja jetzt gewachsen, so lange, Zeit, so lange, wie ich was kaufe, mit meinem Herz gewachsen. Nix. Kannst du nach Wolli kommen? Ich habe immer eine Schnitte Brot für dich. Das haben wir gesehen, als wir mit dir einkaufen waren. Dann haben wir gesehen, als wir... Du machst einen riesen Aufriss, schickst einen riesen Einkaufswagen rum und packst da 2 Fläschchen Olivenöl rein. Du Wolle, du sag mal eben, ich hab grad ein bisschen knapp. Ne? Du sag mal, wir brauchen eben schon Brot. Okay, heute Abend nichts zu essen zu Hause und so weiter. Ne? Da guckt dir dich an und sagt, ja, da hast du Pech, damit kriegst du nichts zu fressen. Haha, so sieht's nämlich aus. Ich hätte jetzt gesagt, pack mal eine Bezahlung. Dein Einkaufskorb, den haben wir ja beide nicht in den Wagen hinten reinschieben können. So groß war das Ding. Ja, ich Junge, wollte da muss ja 2 Karten, weil der Katze muss ja 2 Karten rausholen, weil einer hat nicht gelangt. Aber jetzt wirst du auf einmal emotional. Aber ja, wenn Ron sagt Bonuszahlung, dann sitzt du still in der Ecke. Warum geht das? Das habe ich aufgenommen. So. Warum geht das mit Bonuszahlung bei euch nicht? Natürlich geht das. Und Ron, aber warum geht das bei Ron nicht? Doch,
jetzt habe ich euch soweit. Alles gut. Ja, das sind genauso seine Geschichten, wenn er sagt, ja, gestern war wieder Punkt, Punkt, Punkt da. Ja, ich habe wieder alles da bestellt. Na, ja, habe ich gesehen. Nächsten Tag war hier, da kam da so ein kleines Päckchen. Ganz ehrlich, ne, seit Jahren schon. Ne? Ja. Und du kommst von selber dann nicht mit über, als wenn du da jetzt, verdammt nochmal, geht es an deine Tasche, wenn du sagst, Ron, hier dein scheiß Jahresbonus geht an deine Tasche. Nein, das kann dir doch scheißegal sein. Und du machst es nicht. Seit Jahren, wo ich bei dir kaufe, wo ich hier letzte Woche schon wieder aus reinster Sympathie sogar eine ganze Palette Kleber bestellt habe für zigtausende von Euro. Ja, da war ja das Scheiße überhaupt letzte Mal, wo du sagtest, keine Bestellung. Ne? Ja. Das, wie lange hat es gedauert? 20, 30 Sekunden? Da waren wir damit durch. Damit ihr endlich aus der Tür verschwindet. Nee, du standst ja an der Tür, weißt du, 3 Sekunden, pum, bang. Was hast du denn bestellt? Ja, Bang, ja, gegen die Film. Kleber. Bang. Ja, der geilste Film. Mit dem. Ach so, das andere Film, ne? Nee, ja. Sag mal, hast du bei Wolle schon mal Klebeband gekauft? Ja, klar. Ron weiß jetzt aber, dass wir Klebeband kriegen können. Mit Rons Logo drauf. Für 1,39 Euro die Rolle. Sag nicht Wolle, ich kann bei dir auch. Das ist ja schön, dass das aussieht wie Klebeband. Aber was nützt die Klebeband, wenn das Zeug nicht klebt? Was, 5.000 Stück? Cuttermesser! Ja. Die Aktion wieder! Ach, ich hätte mal auf mit deinen 500 haben. Da kommt er an und in der Putz. Das hätte ich dir mal erzählen müssen. Wie, aber das ist ja Geschichte. Wir müssen doch hier mal vor der Kamera auch mal was Neues erzählen. Ja, du kannst doch nicht immer die ja, alten aber Kabellen du hast doch. Das ist aber eine gute Kabelle. Das ist einfach so. Das ist einfach so, wie du hier durch die Gegend geschwebt bist. Aber jetzt, dann ist das geil. Da war, da, so ein Komiker war schon mal hier. Ne? Dampfsperre, Dampfsperre. Weißt du, Dampfsperre. Musst du auch Ronny mit deinem Logo drauf? Ich sag, geil, hat ja kein Mensch, da bist du ja der König. Ne? Ich sag, Ronny, das kostet dich nur 3 Cent auf dem Quadratmeter mehr, wenn wir dein Logo da drauf drucken, ist überhaupt gar kein Thema. Ne? So, und ich sag, ja, du mach mal fertig. Ja. Ne? Und ihr alle rechnen und machen, pass auf, die Pointe kommt ja. Ey, alle rechnen und machen und tun. Ne? Da sagt ihr dann irgendwann, ich sag, so eine Stunde und ihr habt telefoniert und mit allen Leuten die besten Preise. Ich sag, geil, Preis passt, kam rein, ist eine geile Nummer. Ne? Weil Jahresboni, den wir ja kriegen, runter und da. Ich sag, geil, passt. Ne? So, ich sag, machen wir überhaupt gar kein Problem. So, dann nach einer halben Stunde, er kommt wieder auch, er strahlt übers ganze Gesicht, schwebt mir durch die Gegend. Ne? Und dann, ja, Ronny, wo soll ich denn die ersten 10 Paletten hinbringen? Die Paletten sind 800 Quadratmeter drauf. Ne? Wo soll ich denn die ersten 10 Paletten hinbringen? Ich sag, wie war die ersten 10 Paletten? Ja. Da müssen doch ganz sehen. Ich sag, 10x8, 10x8. Ich sag, was? Ja. Ne? Ja, die ersten. Ich sag, wieso, wie viele muss ich denn abnehmen? Ja, 40. Ja. Ich sag, was denn 40? Du, der hätte ich für 40.000 Euro Dampfsperre gekauft. Die brauche ich mir das Leben nicht mehr. Ne? Ich sag, bist du doch ganz dicht, du von den Jungen, weil ich pack mir hier Dampfsperre hin. Ich sag, hier 40 Paletten, bist du doch normal oder was? Ne? Und so geht der eine, ja, aber wieso, du musst, ich sag, wenn du mit 1.000 Quadratmeter mal erstmal eben bringst, dann gucken wir mal weiter, ne? Nee, das geht dann ja nicht, da kann ich ja nicht verschieben. Und vorher, die fressen auf, die schwebten so, weil wir alle können, wir sind die geilsten. Ihr seid alles null aus null, wie du mit deinem Cuttermesser mit 5.000 Stück. Du bist auch nicht dicht. Das ist die beste Geschichte, die ich je gehört habe, bin ich ganz ehrlich, mit dem AdBlue zusammen. Ja. AdBlue war auch schon cool. Ja, AdBlue war cool. Brauchst du übrigens auch ein bisschen, weil da hinten schien auch so ein paar tausend Liter. AdBlue war cool und du hast doch, du hast wir haben schon, also Ron und ich, wir haben schon geile Geschäfte gemacht. Ja, mit dem AdBlue hast du Ron das nicht so teuer verkauft, dass es teurer als eine Tankstelle war. Weißt du eigentlich, wie der Junge sich das gesund gestoßen, wie der sich gesund gestoßen hat? Der hat ja sein Gewinn verfünffacht mittlerweile. Wie das denn, indem ich den Tank kippe und verbrenne oder was? Damit mach ich fahr mal an der Autobahn und hol dir mal einen Liter AdBlue. Der liegt ja bei 4,20 €. Nee, da darfst du gar keinen erzählen. Da hab ich auch nur alle kodiert. 4,20 € ein Liter AdBlue? Ja, eine Autobahn. Also bei mir kriegst du aber 4 €. Und wir haben Fußballvereinsfest, hab ich gedacht, vom Verein mal was Nettes, da angefragt, wo das Vereinsfest ist, was kostet ein Liter Freibier? Rat mal, was ein Liter Freibier kostet? Ja, nix. 9,95 €, nämlich für ein Liter Bier. Müssen die aber hinkommen, was würden sie mehr nehmen? Ja, aber das ist doch teuer. Meinst du? Für einen Liter Bier, 9 Euro. Ja, der kostet in München, kostet der mittlerweile 14 Euro, oder was meinst du? Wir sind aber nicht in München, wir sind nur aus Friesland. Ja, ja, das neue München wird das hier. Wir neue München. Die neue Schickeria wird das hier. Jung, sexy, dynamisch. Zack, die Maß auf den Tisch. Jung, sexy, dynamisch. Junge. Weißt du was, ich bin auch in der falschen Welt. Ich kann das auch alle nicht mehr. Ich ertrage das auch alle nicht mehr. Ich werde ja schon krank von. Ich habe schon Kopfschmerzen, ich habe Nackenschmerzen, mein ganzer Körper tut weh. Ich war heute Morgen bei Physio, oh, richtig geil. Richtig mal durchmassiert und geknetet. Ja, das Problem ist bei Physio, es tut ja nicht gut. Es tut ja weh.
Ja, das tut jetzt auch weh. Ich kann morgen schon mal nicht laufen, aber das ist egal. Also deswegen stehst du auch nicht auf. Ah, nicht mit Happy Ending heute. Das ist egal. Volle, was ist dein trauriger Blick da im Hintergrund? Überhaupt nicht. Absolut. Weil er mein Bankkonto gerade sieht. Ja. Ja, Sie können nicht bestellen. Nee. Ja, absolut positiv. Geiler Tag wieder heute. Geiler Tag. Du bist um 8 Uhr aufgestanden und warst um 9:30 Ja, ich bin um 8 Uhr aufgestanden und hätte eigentlich schon um 7:45 wieder Feierabend machen können. Du.